dass du für diese Umma um Vergebung bittest. Weißt du, was das bedeutet? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, man istaghfara lil mu'minina wa lil mu'minat, katab Allah bi kulli mu'minin wa mu'mina hasana. Wer für die Gläubigen und Gläubiginnen um Vergebung bittet, dem wird Allah für jeden Gläubigen und für jede Gläubige eine Hasana zuschreiben. Wie viele Milliarden von Hasanat versäumt man jeden Tag? Mach Dua für diese Umma. Mach Dua, dass Allah diese Umma vergibt. Warum? Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns vergibt, dann kommt der Segen und Unterstützung und der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala für diese Umma. Und werden alles, was Allah subhanahu wa ta'ala als Bestrafung für diese Umma gegeben hat, aufgehoben. Wo ist deine Mindestunterstützung mit Dua für diese Umma? Eine Spur, die du hinterlässt, wo vielleicht bei einer ehrlichen Dua was bewirkt bei dieser Umma. Wenn wir alle so sind, wie viele werden dann um Vergebung bitten? Die ganze Umma wird um Vergebung bitten. Und da vergibt Allah subhanahu wa ta'ala. Auch, liebe Bruder, was hast du in dieser Gesellschaft verändert? Es ist nicht nur die Rede über deine Umma, die Umma des Islams. Was hast du in dieser Gesellschaft verändert, wo du lebst? Du lebst unter Menschen. Was hast du als Spur hinterlassen? Wie viele hast du zum Islam gerufen? Wie viele Leute hast du ein anderes Bild gegeben als der Islam? Denn hier, leider, die Leute oder die meisten Leute haben nur ein falsches Bild über den Islam. Sie bekommen das Bild über den Islam über die Medien. Das ist eine Sache. Sie bekommen das Bild über den Islam von uns. Das ist die zweite Sache. Die erste Sache und die zweite Sache hat nichts geändert bei denen. Warum? Weil wir nicht den richtigen Islam zeigen. Bis jetzt hat keiner den richtigen Islam präsentiert oder die meisten den richtigen Islam nicht präsentiert. Sonst würde jeder ein anderes Bild sehen beim Islam. Wenn du den Charakter des Islams zeigst, Verhalten des Islams zeigst, Verhalten des islamischen, sozusagen den Verhalten zwischen dem Muslim und dem Nicht-Muslim, wie Allah das zufriedenstellt, wenn man das zeigt, das könnte vieles ändern. Fang bei deinen Nachbarn an. Fang bei den Leuten, die du siehst. Rede über den Islam. Rede über die Wahrheit. Ändere das Bild von den Medien bei den Leuten, dass du auch eine Spur hinterlässt. Selbst wer, der nicht zum Islam kommt und Muslim wird, deine Spur hast du hinterlassen. Du hast ihm die Wahrheit erklärt. Er ändert das Bild von den Medien. In seinem Kopf ändert er durch deinen Charakter, durch dein Reden, durch deine Klarstellung. Welche Spur hast du hinterlassen in dieser Gesellschaft? Deswegen sollte jeder wissen, es gibt vielleicht die Zeit, wo der eine oder andere dieses Land verlässt. Da sollte man sich fragen, bevor ich dieses Land verlasse, was habe ich hinterlassen in diesem Land? Habe ich was Gutes hinterlassen, wo die Muslime profitieren? Habe ich was Gutes hinterlassen, dass Leute in Islam gekommen sind und Islam praktizieren? Habe ich was Gutes hinterlassen, dass sozusagen die Leute ein anderes Bild über den Islam bekommen haben, durch meinen Charakter, durch mein Verhalten, durch mein Ausgeben für diese Dauer, durch sozusagen mein Mitwirken in diese Dauer, das auch sozusagen eine Frage, die man sich stellen sollte. Und man sollte auch nicht vergessen, jeder wird den Tod kosten. Und wenn du tot bist, kannst du keine Tat mehr zusätzlich machen. Aber nach dem Tod bleiben deine Spuren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn der Sohn Adams stirbt, bricht seine Taten ab. Also gibt es keine Möglichkeit mehr, neue Taten zu machen. Außer drei, die laufen noch. Es gibt Taten,
die er hinterlässt, die laufen noch. Sagt der Prophet Muhammad, eine Sadaqa Jariya. Sadaqa Jariya ist eine laufende Sadaqa. Das kann ein Brunnen sein, das kann eine Moschee sein, das kann irgendwas, was du für Sabilillah gegeben hast, und die Muslime profitieren davon. Das ist eine Sadaqa Jariya. Jeder, der davon profitiert, wird deine Belohnung immer noch weiterlaufen. Oder Ilmun yuntafa'bih, Ilmun yuntafa'bih. Also Wissen, was man hinterlassen hat, wovon die Leute profitieren. Vielleicht sind wir nicht alle Gelehrte, aber wir können mitwirken, Wissen zu verbreiten, indem wir CDs oder Bücher oder so weiter, das entweder kaufen und verteilen oder spenden, damit sozusagen sowas verteilt wird, Dawa-Aktionen unterstützen. Das ist ein Ilm, wovon jeder dann profitiert, wer sowas unterstützt hat. Oder einen Sohn, der für ihn Dua macht. Das ist eine Spur, die für dich bleibt. Nach deinem Tod. Aber das weist uns auf eine Sache hin. Unsere Söhne sind unsere Spuren nach unserem Tod. Das bedeutet, wir müssen uns darum kümmern, dass wir unsere Söhne nach dem Islam erziehen. Dass sie den Islam in sich tragen. Dass sie den Islam praktizieren. Dass wir sehen, wie sie den Islam praktizieren. Dass wir mit ruhigem Gewissen sterben können. Und hier wollte ich zum Abschluss auch auf eine Sache hinweisen. Man kann, oder also meine Motivation in dieser Khutba ist, dass wir gute Spuren hinterlassen. Man kann auch schlechte Spuren hinterlassen. So, wenn du deinen Sohn nicht richtig erziehst und von Islam distanzierst und in falsche Umgebungen bringst, dann wäre dein Sohn eine schlechte Spur, die du hinterlassen hast. Und die mit dir Verantwortung bringt. Und dass du sozusagen für seine schlechten Taten verantwortlich wirst. Und der Prophet Muhammad, das gilt nicht nur für deinen Sohn, das gilt für irgendeine schlechte Spur, die du hinterlässt, wovon die Leute dann auch sozusagen imitiert werden oder diese Spur bekommen haben. Denn der Prophet Muhammad hat gesagt, wer zu einer Irreführung ruft, der bekommt die Bestrafung oder die schlechte Tat zugeschrieben von dieser Irreführung und von jedem, der diese Irreführung macht, bis Yawm al-Qiyamah, ohne dass von einem seine schlechte Tat weggenommen wird. Das heißt, der macht schlechte Tat, er bekommt diese schlechte Tat zugeschrieben und du auch zusätzlich. Wieso? Weil du warst der Grund dafür, dass er diese schlechte Tat macht. Deswegen wehe uns, dass wir, selbst wenn wir keine gute Spur hinterlassen haben, dass wir eine schlechte Spur hinterlassen, wo die Leute dann von dieser schlechten Spur das Gleiche machen, wo dann die Sayyi'at und die schlechten Taten auf dein Konto zugeschrieben werden, solange die Menschen damit arbeiten. Und deswegen sollten wir aufpassen, dass wir nicht in Religion was bringen, wo eine Irreführung ist, wo die Leute dann das nachmachen. Dass wir nicht in diese Gesellschaft irgendeine Sünde machen, wo das zum Beispiel die Leute folgen werden, diese Sünde zu machen. Deswegen sagt uns der Prophet Muhammad, keine Seele, die unschuldig getötet wird, außer dass der Sohn von Adam einen Teil von dieser Verantwortung trägt. Weil er ist der Erste, der in dieser Menschheit getötet hat. Und nach ihm gab es diese Sünde, hat man gefolgt und hat man einen der anderen getötet. Er trägt die erste Verantwortung. Er war der Erste, der das gemacht hat. Dann muss man aufpassen, dass man nicht irgendetwas der Erste ist, wo er das gemacht hat, wo die Leute danach folgen, dass er dann einen Teil von dieser Sünde hat. Und dass wir nicht zu einer Irreführung rufen, damit wir nicht die schlechten Taten zugeschrieben bekommen von jedem, der das macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu rechtschaffenen Leuten machen, die Spuren hinterlassen in dieser Dunya, in unserer Familie, in unserer Gesellschaft, in sozusagen auf dieser Erde, denn diese Erde wird zeugen,
wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, يَوْمَ إِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Am Tag des jüngsten Tag, am Tag der Yawm al-Qiyamah, wird dieses Boden, wird diese Erde sprechen, ihre Nachricht geben, was alles auf sie passiert ist. Deine Tat wird sozusagen die Erde bezeugen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Erde sprechen lassen und zeugen lassen für uns und nicht gegen uns, dass wir gute Spuren hinterlassen haben auf dieser Erde. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam wa sallam.